John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein. Als er zurückkam, fiel mir auf, dass er noch nicht bezahlt hatte. Kommt auch vor, dass die Leute zu zahlen vergessen. Deswegen achte ich genau darauf. Was geschah dann? Der Typ lief einfach ohne zu zahlen weg. Erst als Martin Johns Leiche fand, begriff ich. Ist Ihnen an John vielleicht irgendetwas komisch vorgekommen heute Abend? Wirkte er besorgt oder gestresst? Nein, er war genau wie immer. Er machte sogar einen Scherz, als er reinkam. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen? Klar. Ich werde alles tun, was Sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Martin wird Sie nach Hause begleiten. Gute Nacht. Sehr schön gemacht. Reden wir mit den Jungs hier. Obwohl, ne. Nicht mal den Kerl. Und. Ich geh in die Jukebox. Tyler, kannst du das nicht ausmachen? Hier ist ein Mord passiert. Mann, ich wollte bloß die Atmosphäre auflockern. Okay, schon aus. Das mache ich besser aus, bevor Kala ausrastet. Ach was, ich wollte nur so ein bisschen Musik und so. Na gut, okay. Siehst du fertig aus, Tyler? Ja, ich habe seit 3 Nächten Bereitschaftsdienst. Kennst mich doch. Wenn ich nicht genug Schlaf krieg, sehe ich schnell alt aus. Naja, ihr werdet ja gleich fertig sein. Du kennst Connor nicht. Die ist imstande, alle bis zum Frühstück hier zu behalten. Jemand so dickköpfiges habe ich selten gesehen. Ungewöhnlich, dich um diese Zeit bei der Arbeit zu sehen, Tyler. Ist aus dem Bett gefallen? Mensch, die blöde Bemerkung kannst du dir sparen. Na, ja, reden wir mal hier mit, jetzt habe ich den Namen vergessen. Hast du was gefunden, Tyler? Dafür müsste ich die Augen aufhalten können. Danke für deine Hilfe, Tyler. Okay, suchen wir mal noch was. Hier hat der Kerl gesessen. Steak und Pommes. Okay, das Steak sieht aber ein bisschen ekelhaft aus. Seltsam, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Martin sagt, der Typ saß hier. Der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Was soll das jetzt bedeuten? Okay, schauen wir uns mal den Tatort an. Greifen die Mülltonne. Was machst du denn da bitte, Tyler? Nach Hinweisen suchen, was sonst? Also das ist jetzt ekelhaft, ey. Wasch dir erstmal die Hände, Freund. Ich glaube, hier am Waschbecken ist Blut. Der Mörder hat sich vielleicht noch gewaschen. Ja, vielleicht. Ey, ich meine, da ist ein Mord passiert und da ist Blut dran und... Ach, egal. Weißt du, ob die Familie Bescheid weiß?
Glaub ich kaum. Ah, klar. Ich verstehe. Komisch. Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die 100 Dollar Bargeld genommen. Wo hat er das denn gesehen? Aber eigentlich interessant, dass man den Mörder spielt und die Ermittler, wobei das vielleicht so ein bisschen die Spannung nimmt. Das muss jetzt sein. Tyler? Was denn? Ist doch schließlich eine Toilette, oder? Nein, das ist ein Tatort. Okay, schon gut. Muss der ganze Kaffee gewesen sein, mit dem ich mich wach halte. Oh, okay, das wollte ich jetzt nicht. Ja, wo hat er das Messer hin entsorgt, freue ich mich gerade. Gestresst. An dem Bock ist Blut. Damit muss er den Boden gewischt haben. Aber wieso? Dabei hätte er leicht überrascht werden können. Das stimmt eigentlich, er hätte auch einfach abhauen können. Ja, guck dich auch nochmal im Spiegel an. Im Hintergrund die Leiche und die richtet sich erstmal die Haare. Kein Zeichen von Kampf. Das Opfer ist wohl überrascht worden. Ja, obwohl der auch ein bisschen dumm war. Die hätte man im Spiegel sehen können, die Freunde. Achso, wahrscheinlich muss ich jetzt das Messer finden. Warum ist hier Blut? Hast du was gefunden? Könnte sein. Ich verstehe noch nicht, warum hier Blut ist. Blut beruhigt sie. Blut vom Opfer? Wohl kaum. Lass es von Garrett analysieren. Dann wissen wir mehr. Oha. Ein blutiges Tafelmesser. Offensichtlich die Tatwaffe. Der Mörder nahm das Messer vom Tisch, um das Opfer zu erstechen. Dann kann es wohl kaum eine vorsätzliche Tat gewesen sein. Tyler, hier ist ein Messer. Könnte die Tatwaffe sein. Hol Garrett. Er soll nach Fingerabdrücken suchen und das Blut auf der Klinge analysieren. Okay. Jo, dann haben wir hier doch eigentlich alles gefunden. Nicht immer einfach, aber bei weitem die fähigste Polizistin, die ich kenne. Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. Jo. Bist du sicher? Wir können uns noch mal umsehen, wenn du willst. Nein, es reicht. Gehen wir. Okay, packen wir's. Cool, Carla will auch gehen. Jetzt schnell zum Auto, bevor sie die Meinung ändert. Okay, der hat anscheinend eine Freundin oder Frau und ist jetzt weniger gestresst. Achso, hier war der Obdachlose mit dem kaputten Auge. Das ist das Toilettenfenster. Jo. Nicht mit allem interagieren, ne? Na, Freund. Was willst du denn? Hören Sie mal. Sie haben nicht zufällig etwas Ungewöhnliches gesehen? Ah, lass mich in Ruhe. Ich sag überhaupt nichts. Ich red nicht mit Bullen. Tja, besten Dank für Ihre Hilfe. Tja.
jetzt auch nicht so freundlich. Na super. Die Tür geht nicht von außen auf. Oh, ist jetzt schlecht gelaunt, ey. Aber ich glaube, deswegen begeht er keine Selbstmord.